Adventure Time mit uns in den Sinn, sieht zu uns zu fernen Ländern hin. Komm mit, wenn wir dir Norwegen zeigen. Viel Spaß mit Claudio und Martin bei Adventure Time. So, ja, Leute, moin moin. Wir haben jetzt doch entspannt im Auto geschlafen, je nach hier in Rheine direkt wieder auf Fährhafen. Aber wir waren jetzt die ganze Reise doch recht fertig. War auch noch mit den Stresspunkten. Waren wir da hinten nochmal schnell zum Hafen runter, in der Bar drin, haben uns noch schnell ein Bierchen und eine Pizza reingezogen. Da waren wir so fertig. Ich hab gesagt, komm, schlafen wir jetzt erstmal im Auto. Weil um die Uhrzeit wären wir nicht mal zum Campingplatz oder irgendwo hingekommen. Jo, jetzt machen wir erstmal 2 Stunden, fahren zu einem richtig schönen Campingplatz, holen uns dort nochmal was Schönes zum Schlafen, weil ach, das Bock jetzt eigentlich nicht gerade so krass. Weil hier ist zwar eine sehr leichte Wanderroute mit Treppenberg hoch, aber zu leicht wird es dann bei der Messe und alles dann doch gar nicht. Naja, wie gesagt, jetzt fahren wir erstmal zum Campingplatz und dann schauen wir weiter. Und ihr kriegt natürlich was alles zu sehen.
So, jetzt haben wir einen Regen überstanden, haben wir wieder ja, eine relativ basic Hütte, vier Bunkbeds, Matti pennt oben, ich penne da, ganz entspannt. Habe ein paar Videos reingezogen, ein bisschen entspannt. Ist nichts Besonderes, aber die Aussicht, die ist halt sowas von besonders hier, das ist schon crazy. Genau, checken jetzt hier mal ab, wo sich später gut angeln lässt. Gehen wir da mal lang und ja, sehen wir uns. Oh, noch mal ein bisschen mitfilmen kann ich hier oben. Hier oben kann es nie schaden mit zu viel Ruhe. Dauerhaft einfach zu. Ja, ich wollte das so. Und dann ist zu, glaube ich. Gute Planung auf jeden Fall. So lässt sich ein Geschäft führen, du hast legit Kokoschen. Ist ja schon wieder ein anderer Campingplatz. Nee, glaube ich fast nicht. Das wird schon Tam gehören. Ja, heute im Flow. Oh, zwei verschiedene Rezeptionen. Ich glaube, da wird sogar ganz schnell eine Anbindung gebaut. Kann sein, ne? Ja, so eine von den weißen Hüpfen, da wäre schon auch cool gewesen. Ja, und just geil. Voll das. Ja, die 9 Grad, die merkt man. Die merkt man auf jeden Fall. Voll, ja. Boah, aber da ist auch ordentlich Ebbe, Alter. Da war vorhin, das fast, das war ja über den Steinen, das Wasser. Crazy. Ja, aber der Steg da, der schaut richtig geil aus zu machen. Und auch schon, wir haben uns jetzt echt nicht viel bewegt und wie krass sich schon wieder die Aussicht geändert hat. Oh, verrückt. Theoretisch sind wir heute umwärts gelaufen. Ja, stimmt, wir hätten einfach mal Stand latschen können. So, können wir zurück machen. Da können wir auch sagen, wir haben wirklich alles mitgenommen. Oh ja, aber der Steg da, da will ich mal kurz runtersteppen. Ja, bitte. Weil der schaut schon geil aus zum Angeln. Vor allem, das ist hier gerade Eingang in die Bucht und da, da so mit dem Fenster ist der Ruheschoss. Ist das korrekt? Ja. Okay, das ist auch nochmal eine Option. Die kann man später auf jeden Fall mal alle abchecken. Ist das noch gleich ein Fire Pit dazu? Das ist natürlich schon assig. Ja. Wie ist das? Bissl scuffed. Bissl self scuffed. Ja, well, okay, schon mal ganz andere Begebenheiten vom Wasser, als ich es mir gedacht habe. Ja, aber wir haben halt gerade auch Apple. Aber wir haben jetzt aber ziemlich. Da ist kein Stuhl. Da, an dem, schon mal an dem Stuhl. Boah, hier sind richtig viele Seesterne. Nicht Seesterne, wie nennt man die? Diese Kugelteile. Seeigel, ja, Mann. Crazy.
Ja, das ist wild, aber hier können wir jetzt nicht machen, weil es gibt größere Fische. Nee, nicht so ein Fisch. Die haben so ganz krass hartes Gebiss und die fressen die Viecher. Ja, okay, krass. Das könnten wir da rüber. Das gibt's ja noch. Das Wetter hat sich etwas beruhigt. Jetzt wird sich hier ein schönes Bierchen reingezogen. Wir haben uns hier auf dem Pier gehockt und jetzt wird von hier dann gleich mal ein bisschen die Angel probiert. Schauen wir mal, was das Ganze wird. Ja. Das sieht schon alles aus. Mei, ist das schön. Möwe. Sicher. So, Abruf von der Angelaktion, weil es ist schon echt zapfig. Heute geht den ganzen Tag ein ordentlicher Wind. Ich hoffe, man hört mich. Naja, also komplett erfolglos ist auch nicht. Hat einige Bisse und ein kleiner Skorpionfisch hat auch mal kurz angebissen. Den haben wir dann direkt hier vorne gesehen. Das war auch mal schön, jetzt mal eine neue Spezies zu sehen. Weil, ja, ich will mich jetzt auch nicht beschweren, aber die Dorsche sind langsam langweilig geworden. Ich habe eigentlich heute auf einen Pollack gegambelt oder vielleicht sogar eine Meeresforelle. Weil der Boden hier dafür schaut schon echt sehr geil aus. Aber auf jeden Fall was alles andere außer Zeitverschwendung, weil Leute, hier, ey, wirklich diese Aussicht, alleine hier zu sein und das zu sehen, ist schon geil genug. Wenn man dazu noch ein bisschen angeln kann, ist doch ein Peak-Life-Moment drin.
So, der Kaffee ist schon am Machen. Das ist natürlich am Morgen ganz, ganz wichtig. Oh, die Sonne ist rausgekommen. Nice. Es hat sich doch noch gelohnt, weil ich war mir gestern doch noch unsicher, ob ich die Drohne fliegen sollte. Weil es ist die ganze Zeit, hat es Niesel angefangen oder... Ja, der Wind war halt echt stark. Deswegen war ich mir nicht sicher. So, aber jetzt auf jeden Fall schneller geflogen. Wenn weiter schon bis Mathe kommt, dass ich Co-Piloten bin. Genau. Aber hier muss jetzt auf jeden Fall eine Runde in die Luft aufgestellt. Die Luftrouten müssen absolut von oben gefilmt werden. Das ist wirklich wichtig.
Boah, wow, Leute. Also es ist zwar echt ziemlich windig gewesen und die Gerunde muss ganz schön ankämpfen. Hier nochmal schön Kaffee. Pack mal zusammen, dann geht's weiter. Aber die Aufnahmen sind schon echt krass geworden. Also es wurden jetzt nicht die ultra-steadysten Aufnahmen. Wie gesagt, die Drohne ist oft mal links hin und her. Musste viel gegenstabilisieren, aber hört man wahrscheinlich im Moment auch. Jo. Soweit der Plan. Ja. Zeit dann für die Durchführung. Ja, schön war's hier. Könnten wir nochmal gut erholen. Stimmen die Gerüchte? Wurde wie viel Vollgas auf der Brücke, hier ist Baustelle, stehen einfach ich mitten oben. Gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin chillig. Gespannt auf eure Meinung. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mich 3 Wochen.
So Leute, moin moin. Wer sich noch an den Nordkap-Trip erinnern kann, der erinnert sich vielleicht auch an den Spot hier. Jetzt vielleicht nicht den Hafen, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich GoPro dort nicht dabei hatte. Aber hier habe ich den größten Fisch meines Lebens davor gefangen, was eh schon getopft wurde. Egal. Ja, jedenfalls hier da hinten sieht man diese fette Brücke. Eh krass. Das ist gefühlt Golden Gate Bridge Größe. Und ja, wir sind hinter dem Berg. Gehen wir dann da hoch, weil da haben wir da eine schöne Berghütte heute. Genau, jetzt wird hier aber erstmal schöner Hafen abgeangelt, weil hier, ja, die Chancen sind einfach zu geil. Es ist halt 2 Grad Ebbe und das letzte Mal bei Flut geangelt, aber mei, das braucht tatsächlich auch nicht mehr allzu lange, bis sich das Fluten anfängt. Und auch so ist das hier recht tief. Genau, schauen wir doch mal, was uns heute alles an die Angel kommt. Mei, Top-Talent hier, übelsten Hänger, nee, schön. Naja, zumindest wir haben ein paar Barsche hier schon vorbeischwimmen gesehen. Tatsächlich eine Meerforelle oder ein Lachs, bin ich mir nicht ganz sicher.